dich das kleine, aber feine Tool Trafilatura von Adrian Barbaresi vorstellen, mit dem man Content von Webseiten runterladen kann. Wir kennen alle das Problem, dass wir von Internetseiten Content ziehen wollen, zum Beispiel für korpuslinguistische Analysen. Hier mal als Beispiel ein Eintrag von meinem Blog fußballlinguistik.de. Wenn wir jetzt einfach mit Steuerung A mal alles markieren, dann haben wir eben viel zu viel, auch das, was wir nicht drin haben wollen. Wir können auch versuchen, dann mal ein bisschen manueller den Artikeltext und die Kommentare interessieren uns auch. So, wir markieren das mit Steuerung C. Wenn wir jetzt in Word das reinkopieren, dann haben wir das Problem, dass wir alles Mögliche drin haben, eben auch solche Dinge wie hier sowas, vorheriger Beitrag, was gar nicht wirklich zum eigentlichen Text dazugehört. Das müssen wir dann noch mühsam manuell rauslöschen. Wir können natürlich hergehen und nur den Text übernehmen, dann ist schon mal ein bisschen mehr weg, die ganzen Hyperlinks und so weiter. Aber trotzdem haben wir immer noch zu viel Text. Wir wollen ja wirklich nur den eigentlichen Artikeltext. Und dafür bietet sich eben Trafilatura an. Das ist eine kleine Python-Bibliothek, die man hier unter pypy.org sich runterladen kann. Das ist relativ einfach. Das geht über die Command Line, die ich hier immer standardmäßig in meiner Leiste unten drin habe. Ich setze unten noch einen Link rein, wie man in Windows die Command Line aufruft. Und da muss man einfach nur diesen Befehl hier eingeben und dann installiert sich Trafilatura von alleine. Und Trafilatura ruft sich dann über die Command Line ganz einfach so auf. Ich tippe ein Trafilatura, das wird sogar dann automatisch ergänzt. Und jetzt kann ich hier mit U die URL eingeben, die ich runterladen möchte. Die kopiere ich mir aus der Browserzeile hier raus, gebe das ein. So, hier haben wir den Text. Und wenn wir jetzt mal schauen, dann finden wir, dass also diese ganzen Dinge, die wir hier drin haben, wie vorheriger Beitrag und so weiter, das fehlt hier. Das ist also nur der eigentliche Artikeltext. Trafilatura kann aber noch mehr. Es beherrscht nämlich auch eine XML-Ausgabe. Dazu müssen wir den Befehl geringfügig anpassen, indem wir hier die Option XML aufrufen. So sieht es dann aus. Und ich kann auch noch gleich den Content direkt in eine Datei reinschreiben, indem ich es in der Command Line so mache. Nehme ich mal einfach meinen Desktop, Users, Simon, Desktop, Mentalität.xml, so nenne ich das mal. So sieht die Datei dann aus. Das hat ganz entscheidende Vorteile, wenn man das als XML macht, weil man hier eben auch den großen Vorteil hat, dass man auch die einzelnen verschiedenen Textteile, wie zum Beispiel Überschriften, besonders ausgezeichnet hat. Auch Zitate werden als solche ausgewiesen und unten können wir auch die Kommentare einzeln deutlich abgehoben vom Rest sehen. Wir können auch hergehen und können die Option No Comments aufrufen, wenn wir uns für die Kommentare eben nicht interessieren. No Comments. Dann haben wir zwar noch die Tags, aber eben ohne Inhalt. Wenn wir jetzt uns im XML mal nur für die Zitate interessieren, dann haben wir eben auch die Möglichkeiten, mit regulären Ausdrücken ganz gezielt diese Teile des XML-Dokuments anzusteuern. Hier, das wäre so ein regulärer Ausdruck und man sieht hier, dass tatsächlich die Quotes dann als solche schon hervorgehoben sind. Es ist also überaus simpel, es erfordert keinerlei Programmierkenntnisse. Wobei es natürlich nicht schlecht ist, trotzdem ein bisschen programmieren zu können, weil man dann ein kleines Skript schreiben kann, mit dem man gleich eine Mehrzahl von URLs an Trafilatura übergeben kann.
aber nur schon für kleine Analysen ist es bestimmt sinnvoll, auch schon mit dieser Command-Line-Variante zu arbeiten. Ich blende hier also nochmal die Seite Trafilatura ein. Ein großer Dank an Adrian Beresi, der dieses Tool entwickelt hat und frei zur Verfügung stellt. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Nachmachen.